Wieder schön Feuerwerk bekommen. Ja, schön, Sie sahen das aus, als Sie hier eintrafen. Ja, vorgefunden haben wir einen Verkehrsunfall, ein typischer Glatteisunfall. Der Mercedes, der dort hinter uns liegt, der ist zunächst einmal hier links auf den Fahrbahn gegen einen Baum gefahren, ist dann rückwärts dort in diesen kleinen Graben reingerutscht. Das war eigentlich schon ein ganzer Unfall. Die Insassen haben dann versucht, das Fahrzeug selber dort wieder rauszuschieben und dabei ist das Fahrzeug noch weiter nach hinten abgerutscht, sodass der Fahrer dann unter dem Fahrzeug eingeklemmt worden ist. Ja. Was denn passiert? Ach. Nicht richtig geschoben oder gezogen? Es ist Glatteis, es ist sehr, sehr glatt hier. Also ein Fahrzeug ist sehr, sehr schwer. Sie sind einfach weggerutscht und dann liegt man einfach drunter. War der Mann oder die Frau schwer verletzt? Ja, das Bein war sehr stark eingeklemmt von dem Mann. Wir haben es also insofern befreit. Wir haben das Fahrzeug angehoben, zunächst einmal stabilisiert, dann angehoben mit Hydraulik bzw. Pressluft und dann haben wir ihn rausgeholt. Das Bein ist ziemlich in der Schlagweite. Wie Schwierigkeiten hatten Sie auf der Anfahrt? Die gleichen. Es ist jetzt extrem glatt hier. Das ist ein kleiner Schleichweg, auf dem wir uns gerade befinden. Das heißt also, wir müssen mit den großen Fahrzeugen auch sehr vorsichtig agieren. Das haben wir getan. Wir wollen ankommen. Insofern sind natürlich auch die Anfahrt für uns momentan ein bisschen Die andere Person im Auto nicht verletzt? Nicht verletzt, gar nicht. Gut, alles klar. Danke Ihnen. Gerne. Was denn? Wie ist denn so heute mit Betrieb Hochkonjunktur? Ja. Wie viele Einsätze hatten Sie schon?
Also ich habe gerade erst übernommen, erst 5 oder so. 5? Thank you.